Ja, Kraft. 15 Jahre ist jetzt also das Jubiläum für Halloween im Moviepark und da soll es was Neues geben? Genau, da sind wir auch ziemlich stolz drauf, denn wir haben uns wir haben die Lizenz von The Walking Dead präsentiert vom Fox, der Seriensender, bekommen. Das heißt, wir haben ein komplett neues Horrorhaus. Unsere Besucher können was ganz Tolles und Großes Neues von uns erwarten und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf. Einmal zum Casting heute. Wie läuft das genau ab? Ja, also die Bewerber, die kommen zu uns in den Park, dann haben wir eine Inforunde, da erzählen wir dann erstmal, wer wir überhaupt sind und was wir heute überhaupt alles mit denen vorhaben. Wenn wir dann das abgeschlossen haben, dann laufen wir zusammen in den sogenannten Green Room, das ist der Raum für die Künstler, wo dann Make-up und Kostüm und der dient auch als Pausenraum später. Dort haben sie dann die Möglichkeit, sich zu schminken. Unterstützt werden diese Bewerber dann oder unsere Bewerber von den alten Monstern. Und nach dem Make-up, dann geht es dann los auf die Straße. Dann machen wir das Licht an, die Musik, der Nebel und dann geht es los mit den Monstern. Die heute beim Casting, speziell für The Walking Dead, müssen natürlich alle Zombies sein, müssen sich auch wie Zombies schminken, sich so kleiden und sich natürlich auch später so bewegen. Sven, wie lange machst du das jetzt schon hier im Moviepark? Dieses Jahr in der Tat zum 10. Mal. Also Jubiläum? Absolut. Hast du mit dem Kostüm schon angefangen oder hat sich das entwickelt? Nee, also ich mache jedes Jahr ein anderes Kostüm. Und dieses Jahr, also heute zum Casting, ist es mal so ein Mischding. Und dann kommt dieses Jahr wieder was ganz Neues. 15. Mal wird jetzt hier bald Halloween gefeiert. Heute läuft ein Casting für Zombies, für Walking Dead. Was müssen Monster generell mitbringen, wenn sie sich hier bewerben? Ich glaube, zunächst einmal eine Menge Spaß. Ein bisschen verrückt müssen sie auf jeden Fall auch sein. Und ich glaube, einfach das Engagement, weil das kann man nur machen, wenn man da richtig, wirklich Bock drauf hat. Alles andere bringt kein Ding. Das ist für mich kein Job, also wo man sagt, ja, das mache ich, weil ich Geld verdienen will, sondern ich muss gerne diese Filme gucken, ich muss da richtig Spaß dran haben. Und ich glaube, dann ist man richtig. Und dann hat man schon mal diese Grundeinstellung, die man für den Job braucht. Chiara, du hast dich heute hier beworben beim Monster-Casting. Es geht um Zombies. Ist das das erste Mal, dass du bei so einem Casting bist? Bei dem Casting schon, ja. Im Generellen bei Castings für Zombie-Sachen, ja. Hast du denn schon Monster-Erfahrung? Ja, aber nur grundlegende. Wir hatten einen Mottotag in der Schule, wo ich mich genauso aufgetakelt habe. Und wie schätzt du deine Chancen heute ein? Es gibt gleich einen Zombie-Walk, der auf der Straße stattfindet. Hast du da schon so ein bisschen geübt oder wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich hatte ja auch schon praktische Erfahrung dann in der Schule, wo ich die Kleineren dann rumgehetzt habe und erschreckt habe. Und ich hoffe, dass meine Chancen eigentlich ganz gut stehen, weil ich ja auch schon verkleidet zum Casting gekommen bin und mich noch mehr geschminkt habe mit den Sachen, die dann auch da waren. Und eigentlich hoffe ich auch, einen bleibenden Eindruck direkt hinterlassen zu haben. Jetzt kommt gleich der Zombie-Walk. Bist du schon so ein bisschen aufgeregt oder lässt das alles auf dich zukommen? Ja, aufgeregt ist man schon. Man darf sich zwar nichts anmerken lassen, aber aufgeregt ist man schon. Alles klar, dann viel Erfolg. Gut, danke.